Willkommen zurück, liebe Leute, zu Yono and the Celestial Elephants. Ja, jetzt sind wir hier in Nightingale City. Hallo, du hast es geschafft, dieses Nightingale City. Das wusstest du bereits. Ich wollte dir den Tempel und die übrigen Mönche zeigen. Ich kann kaum Großvaters Gesicht erwarten, wenn er dich sieht. Die Königin hat allerdings die Forderung gestellt, dich zu treffen. Und ich glaube nicht, dass du sie lange warten lassen solltest. Wo ist Sundara? Oh, sie ging bereits voraus in Richtung Schloss. Aus irgendeinem Grund schien es, als wäre sie nervös, hier zu sein. Ich verlor sie blitzschnell aus den Augen. Ich traue ihr nicht, Yono. Ich habe das Gefühl, dass sie uns etwas vorenthält. Habe ich wieder Mist gebaut? Hätte sie mir mehr im Auge behalten sollen? Entdecken, dass sie nichts Gutes im Schilde führt? Du hast alles richtig gemacht, Kai. Ich werde dieses Schloss finden und schauen, ob ich Sundara auf dem Weg begegne. Hey Yono, viel Glück mit der Königin. Was haben wir denn hier? Na. Wie gefällt dir meine neue Farbe? Ich habe mich dieses Mal für Rennfahrer Rot entschieden. Ich kann es kaum erwarten, es morgen meinen Freunden bei der Party zu zeigen. Ich möchte immer nicht meine Farbe haben. Oh lala, der letzte Schrei der Mode kann nun in Nightingale City finden. Was darf es heute sein, mein Freund? Japanisch. Schachmatt. Garntastisch. Okay, garntastisch finde ich jetzt schon wieder interessant. Es hat so ein bisschen was von Yoshi's Woolly World. Pinke Prinzessin, blaue Prinzessin, lila Prinzessin, Hannibal. Ein Link zu den Ahnen. Jawohl. Okay, gut. Ein bisschen Charme hat das Spiel wirklich, was das angeht. Ne? Also, es zeigt, wo es seine Wurzeln her hat. Nightingale City ist die Hauptstadt des Königreichs. Im Norden liegt Sundergarden, Stadt der Toten, und im Osten liegt Freehaven, der Versuch der Mechani, eine nachhaltige politische Einheit zu schaffen. Spielzeugladen, da kann man tauschen. Du siehst mir komisch aus. Obwohl ich eines Tages in meinen Grab im Sundergarten zurückkehren werde, bin ich seit über 120 Jahren hier in Nightingale City. Es ist ein faszinierender Ort und es ist einfach spannend, einer Stadt wie dieser beim Wachsen zuzuschauen. Hey! Ihre Hoheit wünscht euch zu sprechen. Sie wartet im Thronzimmer auf euch. Ich schlage vor, dass du dich sofort auf den Weg dorthin machst. Ja, rate mal, was ich vorhabe. Nightingale City ist solch ein Zentrum für Handel, das kreiert ein herrlich seltsames Ambiente. Die Menschen behaupten oft, dass wir Knochengeschöpfe einfach den Wert der Dinge nicht verstehen. Das stimmt aber gar nicht. Wir sind keine Nihilisten. Wir glauben nicht, dass nichts einen Wert besitzt. Kreativität und Kunst sind wertvoll. Wissen und Wissenschaft ist wertvoll. Das Leben ist wertvoll. Liebe ist wertvoll. Okay, da darf ich auch nicht lang. Ich muss also erst zur Königin. Und bevor sie dann noch böser wird, gehen wir hier einfach mal hin. Was haben wir denn hier? Nix. Da. Okay, das Treppengehen, das sieht wirklich sehr strange aus. Aber egal. Und die Ansicht ist manchmal ein bisschen... Wenn ich nichts sehe, finde ich das halt immer blöd bei einem Spiel, weil man möchte den Charakter doch sehen. Castle Garden. Oh, kann ich nichts mitmachen? Schön durchklippen. Psst, hier drüben. Hallo Sundara, warum schleichst du im Schlossgarten herum? Ich meine ganz beiläufig die Stadtwächter. Jedenfalls ist hier die Burg. Die Königin wartet drin auf dich. Und soweit ich es erfahren konnte, scheint sie dir etwas Wichtiges sagen zu wollen. Vielleicht lauert das Ende der Welt doch gleich um die Ecke. Warum gehen wir dann nicht hinein und treffen sie? Vielleicht kannst du mich ja vorstellen. Nee, es tut mir leid, aber ich kann dich nicht hinein begleiten. Jemand könnte mich erkennen und das wollen wir vermeiden. Aber warum wollen wir das vermeiden? Ich wollte nur sicher gehen, dass du den Weg zum Schloss findest. Aber ich schleiche mich jetzt ganz heimlich davon, ohne Verdacht zu schöpfen. Ich werde den guten Kai finden und dich in der Innenstadt treffen, okay? Viel Glück mit der Königin. Haben wir hier noch irgendwas? Ne? Ah, hier darf ich mal nicht runterfallen. Schön. Und das ist wieder eine Schildkröte. Die kann ich nehmen und runterwerfen.
Das war ein Leck von meiner Capture-Karte. Nur ganz kurz nebenbei bemerkt. Haben die alle was zu erzählen? Hey. Willkommen in Nightingale City. Hey. Keine Dummheiten an. Okay, gut, die haben alle nichts zu erzählen. Oh, cool. Sie beobachtet mich jedenfalls. Gut, jedenfalls etwas. Oh. Elefant Juno. Wir sind ihre königliche Hoheit Cintaria die Erste. Die Nachricht deiner Ankunft hat dir vorausgeeilt, Elefant Juno. Scheinbar hatten die alten Mönche recht und ein Elefant wird uns in unserer Not zur Rettung kommen. Eure Hoheit, ich bin froh, euch behilflich sein zu können. Einen Moment. Zeit der Not? Was meint ihr damit? Unsere Tochter ist verschwunden. Die junge Prinzessin wurde entführt. Bist du nicht hier, um sie zu finden? Finde ich auch ganz nett, ja? Eben gerade stand da eure Hoheit und das eure war groß, obwohl davor ein Komma war. Mal davon abgesehen, also auch hier wieder, beziehungsweise euch. In dem Augenblick die andere groß, wie man es aus einem Brief kennt. Aber hier sagt er selber, sie klein. Nun, ich werde sicherlich mein Bestes tun, um zu helfen. Ein vermisstes Kind ist eine ernste Angelegenheit, egal ob königlicher Nachkomme oder nicht. Man hat unsere kleinen Mädchen genommen. Sorgt euch nicht. Eure Hoheit? Ich werde die verlorene Prinzessin finden. Was glaubt eure Hoheit, wer sie entführt haben könnte? Wir sind uns sicher, dass es die laufenden Leichen vom Sundergarten waren. Gerüchten zufolge stellen sie immer wieder menschliche Kinder, um sie für Hilfe für ihre finsteren Rituale zu verwenden, die sie am Leben halten, oder um an ihnen widerwärtige Experimente durchzuführen. Nie hätten wir geglaubt, dass die Knochengeschöpfe den Nerv haben würden, ihre gottlosen Finger nach den königlichen Familien auszustrecken. Eure Hoheit, ich habe ein paar Knochengeschöpfe getroffen und sie erweckten auf mich nicht den Eindruck, als würden sie Kinder stehlen. Oder aber stecken die Mechani dahinter. Wir wissen, dass in Freehaven seit langem Unruhe wachsen. Und dies könnte problemlos Teil einer barbarischen Putsches sein, um ihrer Steuerpflicht zu entkommen. Mit ihren Uhrwerkhirnen haben sie einen Scharfsinn für Politik und ihr Mangel an menschlichen Emotionen macht die Roboter rücksichtslos und unvorhersehbar. Ich verstehe eure Hoheit. Lasst mich dieser Sache nachgehen. Ich werde alles dafür tun, um die fehlenden Prinzessin sicher zurückzubekommen. Zuerst haben wir nicht an Elefanten geglaubt. Doch wo du nun hier bist, erwarten wir... Was? Dass du das mit Leichtigkeit lösen wirst. Immer dieses Königliche, dieses... Bäh. Diesen Eindruck vermitteln zumindest die Geschichte, die erzählt... Diesen Eindruck vermitteln zumindest die Geschichten, die erzählen, dass deine Art Berge versetzen, Kriege beenden und die Planeten ausrichten kann. Mit solch ungeheurer Macht erwarten wir, dass du unsere entführte Tochter finden und die Verantwortlichen entsprechend bestrafen wirst. Ich werde mein Bestes tun, eure Hoheit. Ist gut. Ich kann mich aber auch täuschen, dass er vorhin nicht ihn mit sie angesprochen hat oder so. Sondern es einfach nur in dem Augenblick von mir geistiger Dünnschiss war, der eben gerade auch schon fabriziert wurde. Hi-ho, wie war dein Treffen mit der Königin? Eindringliche Persönlichkeit, nicht wahr? Du lagst richtig, Sundara. Es gibt eine große Katastrophe, um die ich mich kümmern soll. Jetzt weiß ich, was es ist. Lass mich raten, die Prinzessin ist verschwunden. Ja, woher wusstest du das? Ich bin die verschwundene Prinzessin, Dummerchen. Und ich würde es vorziehen, wenn es zumindest für eine kleine Weile noch so bleibt. Du bist die Prinzessin? Was machst du dann hier? Deine Mutter ist sehr besorgt um dich. Ich bin nur ein bisschen weggelaufen, okay? Hast du eine Vorstellung davon, was es bedeutet, am Hof zu leben? Alles höfliche Gespräche hier, respektvolle Verbeugungen dort, vorzügliche Speisen und schicke Kleidung. Hast du schon mal versucht, in einem Kleid einen Purzelbaum zu machen? Nein, habe ich nicht. Nun, ich brauche von allem einfach eine kleine Pause. Bitte schick mich nicht zurück. Meine Mama würde einen Anfall kriegen, wenn sie meine Haare sieht. Und ich will doch die ganze Welt bereisen. Ich will den Sundergarten und Freehaven sehen. Und ich möchte alle möglichen komischen Sachen machen. Bist du sicher? Deine Mutter wirkt sehr besorgt. Vielleicht wäre es besser, deine Pläne mit ihr zu teilen. Ha! Du kennst eindeutig meine Mutter nicht. Du und ich und der junge Mönch, wir haben eine Welt zu retten. Und werden wir noch nicht gebraucht, dann sorgen wir dafür, dass sich das ändert.
Sollen wir jetzt hier Chaos verursachen oder was? Und für eine Prinzessin siehst du pottenhässlich aus. Sorry, also mal ganz im Ernst. So, darf ich jetzt da überall lang oder nicht? Jawohl, jetzt darf ich doch überall lang. Ja, wenn wir ein Rätsel. Lasst uns das Rätsel lüften. Wir müssen nur den Eingang finden. Hier ist er nicht. Hier ist er auch nicht. Nee, kann ich auch nichts machen. Also gehen wir da mal rein. In der Hoffnung, dass wir... Hi. Ich bin der Henker der Königin. Oft vergessen wir, dass selbst die edle politische Macht nur eine Erweiterung der physikalischen Macht von Gewalt ist. Ja. Danke. Ich war echt mutig. Ah, ah. Hab dich ausgetrickst. Oh Mann. Ein Henker? Ich meine, das war bisher immer wirklich ein sehr, ich sag jetzt mal, liebevoll gestaltetes Spiel. Sehr kinderfreundlich. Und dann jetzt für sowas, das war dann doch so ein bisschen schockierend, möchte ich sagen. Schildbemalungswerkstatt. Wir versorgen die Welt mit Schildern. Ernsthaft. Sowas muss in ein Spiel rein. Hammer. Aber okay, gut. Die Details, die sind wichtig. Was haben wir hier? Nimm Chicken. Also hier ist schon mal ein Chinese. Ne? Also ich nehme dein Hühnchen süß-sauer. Gut gebraten. Oh. Himmlisches Elfenbein. Kai hat die Wahrheit gesprochen. Ein neuer Elefant ist angekommen. Es verwundert mich, dass du hier bist. Und ebenso, dass der erste unseres Ordens, der dir über den Weg läuft, niemand anderes ist als Kai, der untaugliche Adept. Ich habe ihn auf einem, Wallfahrt oder so etwas in der Art nach Windhill gesandt. Hauptsächlich, um ihn für eine Weile aus dem Tempel zu bekommen. Er ist ein wirklich anständiger Junge. Gott segne seine arme Seele. Aber bei all seinen guten Intentionen, er schafft es, jede Aufgabe zu vermurksen. Warum ist da... Egal. Manchmal kann er einen schon etwas zur Last fallen. Ich nehme an, dass du deine Reise um die Welt in Kürze aufnehmen wirst. Der junge Kai ist gespannt darauf, dich auf deiner Reise zu begleiten. Und wahrscheinlich ist es für alle Beteiligten das Beste, wenn du ihn einfach mitnimmst. Okay. Was ist das denn? Wow. Lerne gerne über die historischen Elefanten der Vergangenheit. Für uns Mönche sind sie vergleichbar mit Berühmtheiten. Überrascht es dich, einen Mechani-Mönch zu sehen? Im Gegensatz zu den Menschen haben wir Mechani kein kulturelles Gedächtnis. Über Kontakt mit Elefanten. Unsere gesamte bisherige Geschichte hat sich ohne den Einfluss von Elefanten abgespielt. Aber ich denke trotzdem, dass Elefanten ein wichtiger Teil dieser Welt sind. Und so habe ich mich entschlossen, in diesem Tempel als Mönch zu leben. Okay, hi. Oh, hier geht's runter. Kai meint, ich sollte versuchen, ihn aufzuwecken. Nun muss ich nur noch ein Geräusch finden, das laut genug ist, die Toten zu erwecken. Okay. Kann ich nichts machen? Wartet mal, haben wir hier draußen vielleicht irgendwo einen Gong? Wir haben eine Statue. Willkommen im Tempel von Nightingale. Auf der ganzen Welt gab es weitaus mehr wie diese, doch heutzutage sind es mehr Mönche als Tempel. Ich hoffe, dies ändert sich in der Zukunft, jetzt wo ein weiterer Elefant erschienen ist. Ja. Na, wie wecke ich den Typen denn? Juno, willkommen im Elefantentempel, mein Zuhause. Als ich davon erzählte, dass ich im Wald einen Elefanten begegnet bin, dachten die anderen Mönche, ich mache einen Scherz. Und schau dir an. All die Artefakte um uns herum.
Die Mönche sammeln und bewahren alles, was uns ein tieferes Verständnis über die Elefanten geben kann. Wo wir gerade von alten Artefakten sprechen, ich glaube, du solltest den Lehrmeister kennenlernen. Er wohnt unten im größten Bücherregal, das du je gesehen hast. Allerdings schläft der Lehrmeister seit 10 oder 15 Jahren. Die älteren Mönche erzählen, dass sie früher ab und zu mit ihm geredet haben. Doch ich habe ihn nie wach erlebt, ich bin zu jung. Vielleicht kannst du ihn aufwecken, die Ankunft des nächsten Elefanten ist sicherlich eine Nachricht, die ihn interessieren würde. Ich weiß, dass du mich von meiner kleinen Nickerchen im Winter mit einem Eimer Wasser geweckt hast, aber das kannst du diesmal eine andere Methode finden. Der Lehrmeister ist sehr alt und verdient wenigstens etwas Respekt. Also ich soll mit ihm reden, aber ich muss irgendeine andere Variante finden. Können wir ja mehrmals anreden. Aber ich kann nichts machen. Nee. Nö, da geht nichts. Muss also irgendwas finden unterwegs und das dann entsprechend anwenden. Hier hinter ist nichts. Da geht auch nichts. Hier sind Elefanten im alten Ägypten. Was überhaupt mal gar nicht passt, aber passt schon, ne? So, ob wir den alten Meister geweckt bekommen oder nicht und was jetzt wirklich unsere große Aufgabe ist in diesem Abenteuer von Yono. Das und vieles mehr erfahren wir im nächsten Part zu Yono and the Celestial Elephants. Ich bedanke mich ganz herzlich, sag bis zum nächsten Mal und tschüss.